Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Hier bei Ron schauen wir heute wieder auf unsere Serie Tierisch Glücklich, wo wir Tiere aus dem Tierheim gerne vermitteln. Also, wenn Sie Interesse haben, auf jeden Fall nachher sehr, sehr aufmerksam schauen. Aber was haben wir noch? Ja, schönen guten Abend zusammen. Wir bleiben tierisch, denn auch heute zeigen wir Ihnen einen Beitrag zu 750 Jahren Landau. Und heute waren wir im Reptilium und im Zoo in Landau unterwegs. Dann schauen wir nach Heidelberg. Kinder, die sich fürs Klima einsetzen, das ist ja spätestens seit Fridays for Future eigentlich nichts Neues. Allerdings haben sich jetzt in Heidelberg im Rahmen eines Ferienprogramms rund 200 Schüler zusammengetan, um aktiv etwas fürs Klima zu tun. Wie das aussah, das haben wir heute für Sie rausgefunden. Wir waren beim Abschlussprojekt dabei und sportlich schauen wir in unserer Serie Mein Weg nach Paris zur TSG Hoffenheim zu Sarai Linder und schauen, wie sie sich vorbereitet, möglicherweise auf die Olympischen Spiele in Paris. Viel Spaß bei Ron. Eine lebenswerte Zukunft für die künftigen Generationen zu hinterlassen, das geht uns alle etwas an. Wir alle können etwas tun, wie wir essen, wie wir reisen, wie wir konsumieren. Da gibt es sehr viele Stellschrauben und einige dieser Stellschrauben, die erarbeiten gerade Schüler, 200, nämlich in Heidelberg im Rahmen eines Ferienprogramms. Was für Gedanken die haben, das zeigt Ihnen Liam Gutknecht. Der Eisbär der Stadt Heidelberg ist geknickt, denn auf der Erde wird es immer wärmer. Sein Lebensraum ist durch den Klimawandel in Gefahr. Eine Entwicklung, die der 10-jährige Johann nicht einfach hinnehmen möchte, denn er weiß, dass Klimawandel ganz wichtig ist, weil wenn immer mehr CO2 und andere Abgase in die Atmosphäre kommen, dann wird's ganz warm. Johann ist wie die anderen 200 Kinder Teil des 5. Kinderklimagipfels. In einem einwöchigen Ferienprogramm entwickeln die Kinder Ideen, um unser Klima zu schützen. Auf der heutigen Abschlussveranstaltung präsentieren sie stolz ihre Ergebnisse. Wir haben viele Ausflüge gemacht und was wir auch ganz toll fanden, wir haben so aus alten T-Shirts denen eine zweite Chance gegeben, haben sie zu so Beuteln oder Taschen verarbeitet. Das sieht dann ungefähr so aus. Aber auch die anderen Schulen haben sich mächtig ins Zeug gelegt. Die Kinder der Heiligenberg- und Triefburg-Schule werden kurzerhand zu Filmemachern. Hallo Kinder, seid ihr bereit für ein paar Witze über Müll? Ja, ihr habt richtig gehört. Müll, keine Sorge, ich verspreche, dass es kein Stinkauftritt wird. Auch die Steinbach-Schule lässt sich nicht lumpen und baut innerhalb von einer Woche ein ganzes Hotel für ihre Biene Bianca. Und ein bisschen Humor darf natürlich auch nicht fehlen. Das stellt die Bahnstadtschule mit ihrem klimafreundlichen Märchen bestens unter Beweis. Ich hab's! Hans und Hänschen im Glück, wenn wir unsere Erde noch retten können. Oder Frau Holle und der Kampf mit Wetterextremen. Ja, oder? Der vegane Wolf und die 7 Geißlein. Finanziell unterstützt wird der Klimagipfel von der Stadt Heidelberg. Sabine Lachnicht vom Umweltamt Heidelberg fühlt sich bestens unterhalten. Sehr kreativ, muss ich sagen. Auch teilweise sehr humorvoll mit Esprit, also ich war sehr beeindruckt. Ein Kompliment, das sowohl die Kinder als auch die Organisatoren des Projekts freut. Die Idee, den Kindern den Klimawandel spielerisch näher zu bringen, scheint geglückt. Was uns wichtig ist, dass das nicht so dramatisch präsentiert wird und es ist jetzt alles ganz schlimm und die Welt geht unter, sondern dass man die Themen halt anschaut und einfach versucht, Lösungen zu finden und mit den Kindern zu erarbeiten, wie man sich verhalten kann. Damit das Erlernte nicht vergessen wird, unterzeichnen die Kinder zum Abschluss symbolisch noch eine Vereinbarung zum Klimaschutz. Dieser schließt sich auch der Heidelberger Umweltbürgermeister an. Und sogar der Eisbär, der schon wieder viel optimistischer aussieht. Ja, stark, der vegane Wolf und die 7 Geißlein. Made my day. Über die Hintergründe des ganzen Projekts hat Liam Gutknecht noch mit Raoul Schmidt-Lamontin, dem Bürgermeister für Klimaschutz in Heidelberg, gesprochen. Herr Schmidt-Lamontin, wie haben Ihnen die Projekte der Kinder gefallen? Der war total großartig. Also ich bin total beeindruckt davon, was die da auf die Beine gestellt haben in der Woche. Es war unglaublich süß auf der einen Seite, total tolle Geschichten, sehr abwechslungsreich. Also es ist tatsächlich ein Termin gewesen, der richtig Spaß gemacht hat. Warum meinen Sie, ist es so wichtig, auch schon Kinder im jungen Alter für den Klimawandel zu sensibilisieren?
Ja, das sind die Erwachsenen der Zukunft, die Entscheidungsträger der Zukunft. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, denen auch jetzt schon klarzumachen, das ist ihre Zukunft, für die sie da kämpfen. Und deswegen müssen wir möglichst früh anfangen, die Kinder schon mitzunehmen, ihnen zu erklären, worum geht es dabei eigentlich, um noch deutlich zu machen, wie ernst das ist, aber das auf eine spielerische Art und Weise. Und ich finde, das ist ein ganz gelungenes Projekt, wo das gut gelingt. Jetzt gibt es ja doch auch einige Menschen, die nicht an den menschengemachten Klimawandel glauben. Wie schafft man es denn, dass die Kinder sich eine eigene Meinung bilden können? Na, ich glaube, das ist unglaublich wichtig, dass die einfach dazu befähigt werden. Das ist ja auch die Aufgabe von Schule, selber nachzudenken, selber zu lernen, nachzudenken und auch zu gucken, wie sie sich die entsprechenden Quellen erschließen. Und ich glaube, dazu sind solche Projekte ganz besonders geeignet, da wirklich auch den Kindern, die Kinder zu befähigen, selber zu recherchieren, selber zu gucken, wo sie Informationen herkriegen. Und deswegen bin ich auch so beeindruckt von dem Projekt und glaube, dass uns das gelingen wird, auch den Kindern deutlich zu machen, worum es geht. Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Können Sie sich vorstellen, in ein Becken mit Alligatoren zu steigen? Das ist kein Witz. Unsere Reporterin Katharina Walter hat genau das gemacht. Zeigt sie Ihnen gleich im Rahmen unserer Porträtreihe anlässlich des 750. Geburtstags der Stadt Landau. Heute wird's tierisch. Ja, so nah war ich tatsächlich noch nie an einem Alligator dran. Das hier ist Blackie und heute wird's auf jeden Fall tierisch. Bevor wir bei den gefährlichen Tieren sind, sind wir jetzt erstmal bei den Erdmännchen gelandet, und zwar im Landauer Zoo. Und hier haben nicht nur diese süßen Erdmännchen einen Grund zum Feiern, sondern auch alle anderen tierischen Bewohner. In diesem Jahr wird der Landauer Zoo nämlich ganze 120 Jahre alt. Was sich in dieser Zeit getan hat, zeigt uns Zoodirektor Jens Ove Heckel. Die Wandlung des Zoos ist gewaltig. Auch vom Selbstverständnis. Früher waren Zoos im Wesentlichen Freizeit- und Erholungsorte. Das sind wir heute auch. Aber andere Funktionen sind uns jetzt mindestens genauso wichtig, nämlich der Zoo als Umweltbildungseinrichtung, der Zoo als Artenschutzzentrum und der Zoo als Ort der Forschung. Und das sind die Schwerpunkte, die wir heute setzen. Plus natürlich eine stetige Anpassung der Haltungsbedingungen der Tiere auch an neue Erkenntnisse und Erfordernisse. Ein Blick auf die aufgestellten Tafeln zeigt, die Huftieranlage im Jahre 1792 sah damals noch ganz anders aus. Man sieht hier relativ massive Gitter, überschaubare Gehegegröße. Wenn man das jetzt vergleicht mit der heutigen Situation, nach mehrfacher Erweiterung und Umbau der Anlage, da haben wir ein Vielfaches an Fläche. Aber auch die Strukturierung ist ganz anders, obwohl der Tierbestand immer noch ähnlich ist. Gnus, Zebras, Waldhunde und Dromedare leben hier, aber tierische Besonderheiten gibt es nicht nur im Landauer Zoo, nein, auch im Reptilium. Und da gehen wir jetzt mal hin. Angekommen in der Welt der Kriechtiere treffe ich mich mit Uwe Wünstel, Leiter des Reptiliums in Landau. Gemeinsam mit ihm begebe ich mich auf die Suche nach dem ältesten Tier Landaus und gefunden. 20 Jahre ist das Reptilium schon alt, deutlich älter ist aber sie hier. Wer ist sie? Ja, das ist unsere Susi. Und wer es nicht glauben möchte, es ist wirklich eine reinrassige griechische Landschildkrötin. Und die kam vor 12 Jahren zu uns, ist mittlerweile 85 Jahre alt und wurde bei uns abgegeben, da ihre ehemalige Halterin ins Altersheim gekommen ist. Hat sie als Baby bekommen und irgendwann war dann ja, das menschliche Alter ausgeschöpft. Und ja, Susi hat ein schönes Plätzchen bei uns gefunden. Ein schönes Plätzchen hat aber nicht nur Susi. Insgesamt leben hier im Reptilium 1200 Tiere, darunter Schlangen, Spinnen, aber auch die wohl gefährlichsten Tiere Landaus, Alligatoren. Und die haben heute ordentlich Kohldampf, deswegen steht für uns jetzt die Fütterung an. Unser großer Blackie zum Beispiel mit 200 Kilo Lebendgewicht, der frisst ungefähr in der Woche, da machen wir zwei Fütterungen, meistens mittwochs und sonntags, insgesamt so ein Kilo pro Woche, was der frisst. Also es ist nicht wirklich viel, aber die Reptilien brauchen auch wenig Nahrung. Und an sich gibt es vom Futter her bei uns Hühnerhälse, es gibt Ratten, es gibt Mäuse, es gibt Küken, also ausgewogene Mahlzeit. Die heutigen Leckereien, Hühnerhälse, und die schmecken. In der Hoffnung, dass Blackie und Bertha ausreichend satt geworden sind, heißt es jetzt auch für mich, Warthose an und ab ins Wasser. Während ich noch deutlich vorsichtiger an den 4 Meter langen Alligator herantrete, zeigt Reptilienchef Uwe Wünstel keinerlei Berührungsängste.
Dann, wenn sie unter Wasser gehen, machen sie hier die Ohren zu. Das sind die Ohrkapseln. Ja. Und das Maul können sie offen lassen, weil sie eine Schlundklappe haben. Auch die können sie gegen den Oberkiefer drücken. Somit sind sie komplett wasserdicht und können dann unter Wasser tauchen. Große, dunkle Augen, spitze, angsteinflößende Zähne. Ganz so gefährlich, wie sie zunächst scheinen, sind zumindest diese Alligatoren hier nicht. Trotzdem sind sie doch auch aus sicherer Distanz schön anzuschauen. So oder so, großen Respekt. Jetzt gibt es noch weitere Nachrichten. Max Hartl fasst zusammen. Unschuld erwiesen. Das Verfahren gegen den Mannheimer Polizisten, der kurz vor Weihnachten einen Mann im Stadtteil Schönau erschossen hatte, ist eingestellt. Das hat die Staatsanwaltschaft heute mitgeteilt. Bei dem besagten Polizeieinsatz hat der Beamte von seiner Schusswaffe Gebrauch gemacht und auf einen 49-Jährigen geschossen, der sich mit einem Messer bewaffnet auf den Polizisten zubewegte. Nach Ermittlungen des Landeskriminalamts und der Staatsanwaltschaft Mannheim habe der Beamte in Notwehr gehandelt und damit gerechtfertigt Gebrauch von seiner Schusswaffe gemacht. Genügend Personal. In 1,5 Monaten beginnt die Sanierung der Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt. Um für den Ersatzverkehr gerüstet zu sein, würden ab Mitte Juli 400 neue Busfahrer und 150 neue Busse eingesetzt. Das hat die Deutsche Bahn heute mitgeteilt. Die Busfahrer seien sowohl aus Deutschland als auch aus dem Ausland rekrutiert worden, etwa aus Polen, Spanien oder Kroatien. Das Fahrpersonal werde nun professionell geschult. Dazu gehörten nach Bahnangaben auch Deutschkurse. Die Sanierung der Bahnstrecke wird voraussichtlich bis einschließlich Dezember dauern. Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Tod eines 21-Jährigen, der im vergangenen November in Leimen an archäologischen Ausgrabungsarbeiten beteiligt war, ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Heidelberg. Mehrere Personen könnten sich demnach nicht pflichtgemäß verhalten haben. Laut einem Sprecher bestehe ein Anfangsverdacht. Der junge Mann wurde in einem historischen Gewölbekeller verschüttet und ist wenig später im Krankenhaus gestorben. Längerer Genuss. Die Spargelsaison dauert dieses Jahr länger als üblich. Trotz des frühen Beginns könne das Gemüse noch bis in den Juni hinein geerntet werden. Das geht aus einer Mitteilung des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer hervor. Grund für die verlängerte Spargelzeit sei das eher kühle und regnerische Wetter im Mai. Somit könnten die Spargelbauern noch bis zum 24. Juni ernten, ohne die Erholung der Pflanze zu gefährden. Auch wenn die Fußballsaison der Frauen quasi rum ist für Sarah Linder, wird sie eine willkommene Verlängerung bekommen und dann auch noch ein absolutes Highlight mit den Olympischen Spielen. Also wenn natürlich alles normal läuft. Da ist sie dann nämlich die Außenverteidigerin von der TSG Hoffenheim, Stammkraft im deutschen Team. Max Hartl hat sie für unsere Rubrik Mein Weg nach Paris getroffen und Moritz Voss fasst zusammen. Jeder erfolgreiche Weg beginnt mit einem starken Partner. Mein Weg nach Paris wird Ihnen präsentiert von der BB Bank. Darauf hinzufiebern, zu wissen, es geht bald endlich los, die Olympischen Spiele. Man möchte eigentlich, dass es morgen direkt losgeht. Doch knapp 2 Monate muss sich Sarah Linder noch gedulden. Genau 58 Tage sind es, die Spielerin der TSG Hoffenheim von ihrem großen Traum trennen. Olympia hat Sarah schon immer fasziniert. Weshalb sie auch nach der Bundesliga-Saison weiter auf dem Trainingsgelände ackert, um sich ihren Traum zu erfüllen. Als Kind habe ich da mit meinem Bruder, glaube ich, den Wecker gestellt und dann haben wir abends um 4 irgendwie 100 Meter Sprint angeschaut. Für sie haben die Olympischen Spiele sogar einen höheren Stellenwert als eine Weltmeisterschaft. Die Außenverteidigerin brilliert vor allem mit ihrer Dynamik. Sie ist schnell, zweikampfstark und kommunikativ. Ich probiere auf dem Platz viel zu reden, zu sprechen, zu coachen. Ja, und vielleicht dann auch so die Willenskraft, ja, dass man auch, wenn man den Ball verliert, dann schnell wieder hinterher rennt und probiert, da den Konter zu unterbinden oder ja, den Ball wieder zu erobern. Das war schon immer ihre Stärke, weshalb sie quasi schon ihr ganzes Leben auf der rechten defensiven Außenseite spielt. Trainer haben mich da oft auf die Position gesteckt, ja. Ich glaube, wir hatten mal Sechser ausprobiert, aber ich glaube, das ist gut, dass das nicht mehr der Fall ist. Als ich damals in der ersten mittrainieren durfte, haben sie mich ein paar Mal auch in den Sturm gestellt. Aber es war dann immer klar, okay, doch Außenverteidiger. Ja. Dass sie überhaupt dieses Leistungsniveau erreicht, damit hätte Sarah Linder selbst nie gerechnet. Zum Fußball kommt sie damals durch ihre Brüder. Mit 10 Jahren wird sie von der TSG Hoffenheim entdeckt.
Ich habe ja jede U-Mannschaft hier durchspielt. Ist schon schön. Also ist sehr familiär, man fühlt sich wie zu Hause. Ist auch mein Zuhause, so würde ich es bezeichnen. Die TSG ist ihr Club. Sie denkt gerne an die unbeschwerte Zeit in der Nachwuchsabteilung zurück. Nicht nur Titel gewinnt sie dort, auch U-Mannschaften überspringt sie. Mühelos darf sie auch mit den älteren Jahrgängen trainieren und zusammenspielen. Mühelos hat sie dagegen noch nie das Training im Kraftraum empfunden. Die Arbeit mit Gewichten mag sie bis heute nicht. Man weiß, es ist wichtig und es ist gut, aber auf dem Platz bin ich lieber. Am liebsten arbeitet Sarah im Kraftraum mit ihrem eigenen Gewicht. Genau das möchte sie auch nach der Karriere beruflich machen. Die 24-jährige ist angehende Physiotherapeutin und das als Nationalspielerin. Den Entschluss fällt sie 2021 nach ihrem Auslandsjahr. Als ich von Amerika zurückkam, habe ich dem Verein gesagt, ich würde gerne eine Ausbildung anfangen, ob sie das unterstützen würden, und haben sie auch gemacht. Eine zusätzliche Belastung neben dem Fußball, aber auch eine willkommene Abwechslung neben dem Alltag auf dem Platz und im Kraftraum. Dazu liebt es die 24-Jährige, ihre Zeit vor allem draußen zu verbringen. Jetzt sind die Tage ja wieder schöner, dann kann man an den See gehen oder sich mit Freunden treffen, essen gehen. Heidelberg ist wunderschön, Speyer ist nicht weit. Ja, da einfach so ein bisschen die Region ausnutzen. Sarah Linder ist ein Kind der Region. In Sinsheim wird sie geboren, wächst sie auf und lebt sie bis heute. Ohne die Unterstützung ihrer Familie wäre eine Profikarriere nie möglich gewesen. An ihr Bundesliga-Debüt erinnert sie sich noch ganz genau. Eigentlich ganz witzig. Ich glaube, ich hatte in dem Spiel nur 2 Ballkontakte. Einer ging zum Gegner und der andere zur eigenen Mitspielerin, also eine 50-50-Quote. Ja, ich glaube, in der Nachspielzeit wurde ich eingewechselt. Ich glaube, 5 Minuten stand ich auf dem Platz, aber es bleibt im Kopf, auf jeden Fall. 8 Jahre ist das Ganze mittlerweile her. Die Bundesliga und die Nationalmannschaft sind mittlerweile Alltag für die Außenverteidigerin. Ihre Ziele haben sich geändert, sie sind ambitionierter geworden, was man auch an ihrer Zielsetzung für die Olympischen Spiele merkt. In Paris möchte die Sinsheimerin nichts Geringeres als eine Medaille auf jeden Fall, und zu Gold sagt man mich nein. Der Schlüssel zum Erfolg ist Teamwork. Die BB Bank präsentierte Ihnen Mein Weg nach Paris. Und? Hundehütte daheim, aber kein Vierbeiner drin. Nicht nur dann sollten Sie dranbleiben. Gleich gibt's wieder unsere Serie Tierisch glücklich. Da sind wir zurück bei Ron. Die Begeisterung für Tiere, die hatten wir heute schon in der Sendung. Da gehen wir jetzt auch noch weiter nach. Viele können das sicherlich auch nachvollziehen. Allerdings, so mancher, der sich ein Tier zulegt, merkt dann nach geraumer Zeit, wie überfordert er dann ist. Und so landen Hunde, Katzen etc. in Tierheimen, die selbst teilweise an Kapazitätsgrenzen sind. Heute stellen wir Ihnen Cody aus Weinheim vor. Lena Egelhof hat ihn besucht. Da freut sich aber einer, uns zu sehen. Der 5 Jahre alte Mischling Cody kam vor knapp 1,5 Jahren wegen Überforderung in das Tierheim in Weinheim. Ursprünglich stammt der Vierbeiner aus Rumänien. Bis er nach Deutschland kam, lebt er dort in schlechten Verhältnissen. Es dauert also ein wenig, bis Cody warm wird. Fremden gegenüber anfangs braucht er ein bisschen. Aber ich muss sagen, der taut ganz schnell auf. Also ein Leckerli und ein Gassigang, und er ist jedem sein Liebling. Er ist sehr sportlich. Er kann Mantrailen und also er sucht auch sportliche Leute. Bitte keine ganz kleinen Kinder. Gerade für das erste Beschnuppern mit Fremden wird Cody mit einem Maulkorb abgesichert. Aber keine Angst, aggressiv ist Cody keinesfalls. Ganz im Gegenteil, er liebt es, mit seinen Pflegern zu kuscheln. Tierheimbewohner wie Cody sind aktuell schwer zu vermitteln. Alleine 12 Hunde leben hier, für das kleine Tierheim eine hohe Belastungsgrenze. Viel geht nicht mehr. Es gibt auch Wochen, wo man sagen, so jetzt kann nichts mehr rein, weil kein Platz mehr da ist. Dann haben wir wieder eine gute Vermittlung und dann haben wir wieder ein bisschen Luft. Also immer mal wieder, natürlich auch bei uns, haben wir des Öfteren Aufnahmestopp. Und dieser Aufnahmestopp ist zum einen der Corona-Pandemie zu verschulden, bei der sich einige unüberlegt einen Spielgefährten angeschafft haben. Zum anderen sind Überforderung und Erziehungsprobleme wesentliche Gründe für die Abgabe der Haustiere. In den meisten Tierheimen sitzen die Tiere, die eigentlich nicht mehr gewollt waren. Das meiste sind auch Abgabehunde, wo einfach ihre Besitzer nicht mehr mit zurechtkamen. Die kommen zu uns, und jetzt müssen wir für diese Hunde jemand anders suchen. Und es ist sehr, sehr schwer. An Menschen will ich nicht mal sagen, dass es mangelt, aber
an den geeigneten Menschen. Neben zahlreichen Hunden wie Cody leben aktuell nicht nur Katzen, sondern auch Kaninchen, Gänse und sogar Ziegen im Tierheim. Auch wenn viele als erste Anlaufstelle an einen Züchter denken, sitzen hier auch ganz besondere Familienmitglieder. Rasse schützt vor Tierheim nicht, also auch die kommen zu uns. Wir haben auch Rassehunde, wir haben auch tolle Kaninchen, wir haben auch tolle Katzen, auch Rassekatzen. Deswegen bitte erstmal nachgucken in den Tierheimen. Da sitzen ganz viele, die auf dem Zuhause warten, die einfach auch teils unverschuldet in die Tierheime kommen. Und genau dieses Zuhause sucht auch Cody. Wenn also das Interesse für Cody geweckt ist und Sie den Vierbeiner gerne kennenlernen möchten, geht das folgendermaßen. Wir unterhalten uns, wir möchten die Leute kennenlernen. Natürlich auch ganz wichtig, wir möchten auch den zukünftigen Platz für Cody sehen. Und ja, dann macht man einfach ein paar Spaziergänge. Und dann kann man auch ein kleines Probewohnen machen. Wir müssen natürlich gucken, dass das alles passt. Ja, und dann kann es zur Vermittlung kommen. Und über diese lang ersehnte Vermittlung und eine liebevolle Familie würde sich Cody riesig freuen. So, der Juni steht vor der Tür. Wie ist es bei Ihnen? Frühjahrsputz schon gemacht? Ja? Da stellt man auch das ein oder andere Mal gerne fest, diese Vase brauche ich nicht mehr oder vielleicht hier da ein neuer Schrank. Portale wie Kleinanzeigen sind da eine perfekte Anlaufstelle und mit ein paar Tipps und Kniffen kann man da auch sogar richtig erfolgreich kaufen und verkaufen. RTL-Reporterin Silke Haas ist ein echter Verkaufsprofi. Ob Pflanzen- oder Kinderkleidung, bei Verkaufsportalen findet sie für wirklich alles einen Abnehmer. Ich freue mich über Sachen von Leuten und die sich dann über meine. Denn wenn einmal was im Keller landet, dann verstaubt es da, es mufft und man ärgert sich später. Und das wäre doch echt schade. Seit Jahren ist unsere Reporterin auf Portalen wie Kleinanzeigen oder Vinted aktiv, hat zig Gegenstände fair oder auch gekauft. Ihr Ziel? Ungenutzten Dingen ein neues Zuhause geben. Ich habe da so eine recht schnelle Routine entwickelt. Ich inszeniere die Sachen schön, ich fotografiere die gerne. Dann lasse ich mir eine kleine Geschichte einfallen, wofür wir das Produkt gebraucht haben und warum es weiter wandern darf. Wer ein paar Hinweise beherzigt, findet easy Einkäufer. Auch als Verkäufer helfen diese Tipps. Kaufen oder verkaufen Sie zu nutzerstarken Zeiten wie März oder April oder in der Vorweihnachtszeit. Schauen Sie nach Feierabend in den frühen Abendstunden nach Schnäppchen, denn dann stellen viele Nutzer ihre Artikel ein. Kaufen Sie antizyklisch, also Skisachen im Sommer und Gartenzubehör im Winter. Wer Produkte in der Saison kauft, zahlt oft mehr. Verkäufer sollten ihre Produkte möglichst detailreich beschreiben. Und für Käufer gilt, bei der Suche auch mal im Wortlaut variieren. Die Sprecherin von Kleinanzeigen weiß, der Ort kann eine Rolle beim Kaufen und Verkaufen spielen. Da, wo wir Universitäten haben, werden oft immer WGs angeboten oder zum Beispiel Bücher, Sachbücher. Da, wo Leute ein bisschen mehr Geld verdienen im Durchschnitt, werden oft Kunst und Antiquitäten angeboten. Und die Stadtteile, die ein bisschen jünger und hipper sind, die haben meist Babyklamotten oder Kindersachen im Angebot. Falls es mit dem Verkaufen mal so gar nicht klappen will, hat die Expertin noch einen weiteren Tipp auf Lager. Wenn man seine Anzeige optimieren möchte, dann sollte man vielleicht über alternative Begriffe im Anzeigentitel nachdenken. Unsere Reporterin Silke verkauft am liebsten Klamotten, aus denen ihre Tochter rausgewachsen ist. Ihr Ratschlag? Meine wichtigste Erkenntnis bei Kleinanzeigen ist, nur mit Leuten schreiben oder Geschäfte machen, die eine Top-Bewertung haben, die lange schon dabei sind und die eigene Anzeigen haben. Mit schicken Fotos und guter Beschreibung und einem fairen Preis finden ungenutzte Dinge also ganz schnell ein neues Zuhause. Und vom Umtausch ausgeschlossen ist auch das Wetter und da haben wir Eindrücke aus dem Westen der Metropolregion geholt. Unser Wetterausblick führt uns heute in den Landkreis Bad Dürkheim, genauer gesagt nach Neuleiningen. Die knapp 800 Einwohner fassende Gemeinde ist geprägt von der Burg, die über dem schmucken Örtchen thront. Auch innerhalb Neuleiningens findet man immer wieder Spuren des Mittelalters und bei freier Sicht kann man vom Örtchen aus sogar die großen Städte Ludwigshafen und Mannheim sowie den Odenwald sehen. Zwar lässt das Wetter heute noch keine wirklichen Frühlingsgefühle keimen, vielleicht aber in den kommenden Tagen? Hier kommen die Aussichten. Die nächsten Tage werden nass. Der Donnerstag zeigt sich meist trüb und feucht. Vormittags sind stellenweise noch einzelne trockene Phasen mit dabei. Ab dem Nachmittag zieht neuer Regen auf, der örtlich zu Gewitter führen kann. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 16 Grad in höheren Lagen und bis zu 20 Grad entlang des Rheins. Auch der Freitag präsentiert sich regnerisch mit nur wenigen Regenpausen. Dabei steigt die Hochwassergefahr in den nächsten Tagen an.
Auch der Samstag verläuft ähnlich. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 15 und 18 Grad. Erst zum Sonntag beruhigt sich das Wetter etwas und es bleibt meist trocken, aber bewölkt. Das Ganze bei 14 bis 18 Grad. Wir waren heute schon beim Fußball bei der TSG Hoffenheim bei Sarai Linder und jetzt gehen wir auch noch mal ein bisschen in die Region, also beziehungsweise Richtung Bammental. Ja, Hansi Flick wohnt da ja nach wie vor. Jetzt allerdings hat er, jetzt hat er ein bisschen mehr zu pendeln, würde ich mal sagen. Also, da ist er ja. Genau. Hartes Stück zu pendeln. Ja, denn heute offiziell vorgestellt, das ist der Post vom FC Barcelona. Große Barca. Da wird Hansi Flick Trainer, ehemalige Nationalmannschaftscoach. Ja. Und die Bayern haben jetzt auch Ruhe, es ist jetzt auch jetzt ja, richtig mal. Ja. Klar, Vincent Kompany wird's, Belgier. Also quasi Nachfolger von Hansi Flick. Dann er ja auch. Ist egal. Gehen wir gleich nochmal durch. Morgen haben wir es dann aufgelöst. Da sind wir auch für Sie da, auch wenn Feiertag ist. Wir senden trotzdem. Bis morgen. Tschüss.